Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 89 vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal waren wir im Weltall, da müssen wir dann also wieder hin. Ist ja klar, wir sind oben und da unten ist die Sonne am Schein. Wunderbar, ne? Testrack V4 und hier haben wir Rescue. Das ist unser Gerät, was wir brauchen. Da müssen wir da rein. Ja, und wir sind auf dem Weg, den Körben darunter zu kriegen. So, Körben. Bill Körben ist das. Und wir wollen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Kriegen wir gleich raus. Weil er schwebt ja hier rum. Dunford. Gut, wir sind hier. Ja, und Dunford ist da. Set ist Target. Distanz 650 und wird größer, das heißt, ja, wir müssten rein theoretisch ganz viel rumfliegen, wenn wir zu ihm kommen, ne? Schwierig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir uns annähern. Ich mache mal gerade schneller rum, bis er hinter diesem Punkt hier ist. Ne, da ist er ja. Da hat er seinen Höhepunkt, ne? Na, steigt aber immer noch. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier diesen Punkt vergrößern. Und dafür müssen wir, glaube ich, hier sein, ne? Fliegen wir doch mal da rum. Okay. Irgendwie kommt es mir vor, als ob das eine eierige Linie ist, die nicht genau gegenüber sind. Aber naja, so ist es halt. Mal hier mal den Navigationsball an. So, und wenn wir jetzt hier sind, wir. Und was passiert, wenn wir hier Schub geben? Dann wird er kleiner, gut. Dieser wurde größer. Ja. Er ist da. Das heißt eigentlich, wir müssen es umgekehrt machen, ne? Wir müssen gucken, dass wir außen sind und er ist innen. So. Was hat er für eine Höhe? 115.000. Haben wir da noch irgendwie so einen Punkt? Ach so. Okay. Was war das jetzt hier? 70.000 und 104.000 Körbenapoapsis, hä? Wofür ist das jetzt hier erschienen? Ach so, das ist ja, wenn wir hier irgendwann mal hier in dieser Nähe sind. Sind wir denn da? Nein, oder? Ja, das ist der Bereich, genau, in dem wir mit ihm mal irgendwie die Kreuzung, die Dingens dran kämen, sag schon, die Bahnen in der Nähe kommen. Das Problem ist, dass es ewig dauern würde, ne? Und das steigt ja auch, unsere Distanz wird also immer größer. Wir sind hier, ne? Ja.
Test Track 4 hier, das müssten wir mal wegmachen, das geht ja auch dann. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Ich glaube, wir geben noch ein bisschen Schub. Und ich glaube, es ist besser, wenn diese Tour andersrum geht, dass wir zurückfallen und nicht darum. Das dauert sonst ewig. Was ist unser Apoapsis jetzt? 115 und seine ist 113. Die steigt aber immer noch die Entfernung. So. Aber hier ist jetzt zu wenig, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen gleich an der Apoapsis auch die Periapsis wieder vergrößern. Hier sind wir bei 121. Das wird aber immer noch größer. Okay, wir spulen mal vor, dass wir zur Apoapsis kommen. Okay. Die Distanz wird immer größer. Wir müssen uns jetzt aber umdrehen. Oder? Ne, das ist hier gewesen. Ne, das ist Flugrichtung. So. Gut, jetzt nur da noch schneller hin. Zu unserer Apoapsis. So, und dann müssen wir Schub geben. Falsche Richtung. Die wurde jetzt kleiner. Da muss man hin. Das war ein bisschen zu weit. So, und jetzt Schub geben, dann müsste das wieder größer werden. Passt. So, wie sieht's aus mit der Entfernung zu Ymir? Fällt derzeit. Aber das liegt auch nur daran, dass wir dieses Stück außen sind. Wie sieht's mit dem Kraftstoff aus? Gute Frage, ne? Oh, da haben wir noch was. Ich würde es gerade gerne mal gucken, dass wir das definitiv größer kriegen. ...121 bleibt, 113 ist hier. Gut, wir sind jetzt außerhalb von ihm. Das heißt, die Entfernung müsste auf jeden Fall jetzt viel kleiner werden. ...117, 122 und wir haben hier 800... 39.000 Kilometer und die wird kleiner Distanz. So, wie sieht's hier aus? Da können wir uns noch ein bisschen was leisten, denke ich. So, 135, jetzt müsste das hier kleiner werden. Tendenziell neige ich dazu, dass wir das noch mehr ausbauen hier, damit das schneller vonstatten geht, ne? So. Ja, das lassen wir mal so. Okay. Jetzt müssen wir schneller machen und gucken, wann was passiert. Okay, 700. Wir waren irgendwie bei 650 am Anfang, meine ich, ne? Na, das wird ja immer besser.
Jetzt bringt's nur die Zeit, ne? Die Distanz erstmal zu verkleinern. Okay. Das ist ja schon mal was. Geht ja relativ zügig, ne? Dreihunderttausend. Weniger werden. Gleich sind wir schon unter 300.000. Zweihunderttausend. So, jetzt machen wir mal hier einen Zacken weniger schon mal. Wir kommen ja schon in einen Bereich, der relativ nah ist, ne? So. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir dann auf eine Bahn kommen. Und das müssen wir ja irgendwo noch korrigieren, ne? Da ist 120. Er hat 115 und hier waren es 113, ne? Okay, dann müssen wir gucken, dass wir da jetzt irgendwie geringer werden, ne? Das sind nur noch 64.000 Meter. Noch einmal vor, bis wir da vorne sind. So. Es ist nur noch 36.000 Meter. Und wir haben hier die Apoapsis. Die müssen wir jetzt gleich da ändern. Ich meine, es wäre da, dass wir das ändern müssen. Kurz noch ein Stück vor. So, da sind wir jetzt an unserem Punkt angekommen. So. Gut. Wird größer, das heißt, wir müssen uns umdrehen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie unsere Bahn denn da so ist. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus hier. 30.000 Meter. Rutschen wir mal ein bisschen vor. Manöver, ne, das machen wir jetzt nicht. Wo ist er denn? Mal gucken, ob wir ihn hier sehen können. Ne, wir sind da, das heißt, er müsste hier irgendwo sein. Da ist er. 23 Kilometer ist das Ganze entfernt. Ja.
müssen definitiv das verringern. Jetzt sehen wir das gerade schlecht. Da kann ich jetzt nicht so irgendwie der Sache was gewinnen. Da sind wir jetzt außen, er ist innen. Okay. Das sind 2000 Meter dazwischen. Da ist die Apoapsis. Das sagt mir alle jetzt gerade nicht so viel, ne? 113 und hier haben wir 120. Sind auch noch ein bisschen zu hoch, aber da müssen wir jetzt erstmal mit leben. Die Entfernung wird noch kleiner. Ja, wird wieder größer. Also wir kreuzen jetzt seine Wege, glaube ich, ne? Kann das sein? Also doch was ändern. Ja, das ist jetzt schlecht. Das Manöver ist da zu spät. Kriegen wir da irgendwo Manöver hin? Geschwindigkeit ist einfach, ja. Nein, das ist falsch. Das sieht gut aus, in dem Sinne. Das sieht ganz schlecht aus, oder? Wir müssen den schon wieder weiter vorsetzen. So sieht das ganz gut aus. Kilometer, ja. Gut, da ist der Punkt, das heißt, wir müssen jetzt hier auf das Blaue. Gucken, dass wir da schnell hinkommen. Noch ein bisschen. So. So, so einen ganz kleinen Tacken hätte ich noch gerne. So, dann, wenn wir da gleich sind, dann muss es ein bisschen Schub geben. In einer Sekunde ist das ungefähr, in einer Minute ist das ungefähr. 42, 40, 39, 24. Muss man einmal brennen, bis das weg ist. 16, 15, 14, 13. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hold, das war schon zu viel. Der kann jetzt weg. Und die Entfernung. Mehr zur Zeit mehr, ne? Passt auch noch nicht so ganz. Naja, noch ein Manöver ansetzen hier. Nee, das müssen wir woanders ansetzen, das Manöver. Da, wo die Bahnen ziemlich parallel sind, ne? Hier wird das ja jetzt nichts bringen, sondern hier irgendwo bringt das was. So,
So, und dann müssen wir drehen. Ja, das ist nur so, und das ist auch gut so. Sieht's mit der Entfernung aus? Die nimmt zu. Okay. Ja, machen wir das da mal dann gleich. 30 Minuten haben wir da. Fliegen wir erstmal eine ganze Ecke rum. Entfernung wird gerade größer, glaube ich. So, jetzt müsste die Entfernung ja wieder kleiner werden, ne? Tut sie auch. Was sind trotzdem 38 Kilometer? Wir waren schon viel näher ran. Wie sieht's hier aus? Das ist noch eine ganz große Frage. Okay, da haben wir noch Kraftstoff dran, ne? Gut, weiter rum. 14 Minuten ist das entfernt. So, jetzt mal gerade langsamer. Ich muss erstmal gucken, wo der blaue ist. Ja, wo muss der sein? Da oben ist er. Bisschen rüber. So. Andersrum. Passt. Okay, wenn wir da die 4 Minuten rum haben, müssen wir nochmal Gas machen. Ich denke, das können wir gerade schon in Angriff nehmen, dass wir da näher, schneller rankommen. Okay, und langsamer. Sieht noch ganz gut aus, oder? Gut, nochmal aufrücken. 40 Sekunden. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Das war wieder viel zu viel Gas gegeben eigentlich, ne? So, er ist jetzt voraus. Der kann weg, der Punkt. Okay. Unsere Bahnen sind jetzt aber... Okay, hier sind sie etwas größer. Das heißt, wir müssten da allerdings eher kleiner werden, wir größer, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, für diese Folge soll das erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.